Dann gucken wir mal, was wir jetzt noch in diesen letzten 15 Videos, sage ich schon, 15 Minuten noch alles so machen könnten. Schauen wir mal, vielleicht gibt es hier was Interessantes. So, die wollte ich jetzt noch schnell verbauen. Hier könnte ich so eine Brücke bauen oder so. Immer noch nicht. Junge! Jetzt aber. Ja, komm, den Baum nehme ich mit. Ich könnte mir vielleicht, was mir jetzt so einfällt, ich könnte mir so ein Baumhaus vielleicht auch noch bauen. Irgendwann mal. Wäre vielleicht was. Das werden wir noch sehen. Hier, nicht runterfallen. So, ich tue noch ein bisschen hier rumwerkeln, Business einbauen irgendwie so, ein bisschen hier mehr Grundstück. Holen.
geht schon irgendwie. So. Na, haben wir auch. Okay, geht nicht. Ja. Jo, was gibt's hier noch zu sagen? Ich bin jetzt die ganze Zeit still gewesen. Ups. Hat's gerade gemacht. Naja. Ja, viel gibt's eigentlich hier nicht mehr zu tun. Ich gucke jetzt, dass ich noch ein bisschen was fürs kleine Pflanzengarten finde. Wie zum Beispiel hier diese. Hier. Die. Löwenzahn, genau. Rosen. Ei, habt ihr das gesehen? 7 Rosen, 5 Löwenzahn. Ich guck mal, dass ich von beiden 10 Stück finde. Und ihr seht ihr, wir haben hier viel Bäume noch hier, die wir hacken könnten. Dann viel Material. Viel Material zu holen. So, wie das jetzt? 5-mal Löwenzahn und 3-mal Rosen, ne? Okay. Na, dann nehmen wir die Knie-Knut, die nehmen wir noch mit. Immer gebrauchen. So. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal, nächste Woche, eine kleine Challenge hier, so viele Bäume hier wegkloppen. Das könnten wir machen. Maus funktioniert gar nicht heute. Habe ich festgestellt. Aber gut. Was willst du machen? Ach, da sollten jetzt keine Blöcke hin. Das soll ein kleines Pflanzengarten werden und kein Blockgarten. Wir hatten auch viel Erde gesammelt. Wir hätten da auch ein Erdhaus machen können. Sogar 4 Leder jetzt dabei, Wahnsinn. 3-mal Rost gleich.
So, da setzen wir jetzt erstmal eine Werkbank hin. Birkenholzboot. Ja, ein Boot könnten wir benutzen, um auf die anderen Seiten zu kommen, ne? Warum nicht, Leute? Warum nicht? So, ich wollte jetzt gucken, Zauntür, geht das nicht? Ah, wir brauchen Stöcke. Da kommt, dann holen wir uns gerade mal Stöcke und bauen dann jetzt eine Tür dazu. Und dann könnten wir ein Boot auch mal nehmen, um zu gucken, was es da so gibt. Ne, Leute. So, hier baue ich dann auch das Tor um. So, dann gehen wir noch mal rein. Ach Gott, wir müssen hier hin. Wir brauchen noch mal Stöcke. Da holen wir uns welche. Und wir brauchen noch mal ein paar Zäune. Noch mal Stöcke. So. Da einmal. Komm, wir tun es umbauen, damit es auch farblich passend ist. Dann müssen wir noch mal kurz rein. So, noch einmal zur Werkbank. So. Heute bin ich ein bisschen schweigsam, Leute. Ihr müsst mir das verzeihen. Das ist nicht schlimm. Hätte ich jetzt gesagt. So, dann bauen wir hier eins hin. Da haben wir schon eins hingebaut. Und hier bauen wir eins hin. Ja, und dann tun wir jetzt mal das, was wir jetzt heute noch gesammelt haben, hier rein. Hier ist schon voll. Hier können wir noch ein bisschen was lagern. Hier tun wir das Boot jetzt hin. Jo. Und dann hier noch. Wir können auch, wie gesagt, beim nächsten Video könnten wir vielleicht mal so ein bisschen auf Reisen gehen. Um zu gucken, was haben wir hier so, was finden oder was werden wir hier so finden. Und dann können wir auch gucken, dass wir da auch ein bisschen mal was umsortieren. Also nächstes Video könnte ein bisschen interessant werden. Nächste Woche wird es dann auch wieder mehr Videos geben. Schauen wir dann einfach mal. Dass wir es halt in drei Kategorien unterteilen, irgendwie so. Zum Beispiel so viel, so und so viele Bäume weghacken. Oder auf hohe See gehen, also ein bisschen mit dem Boot hin und her fahren und so. Und ein bisschen Sachen umsortieren und da nochmal einrichten. Ja, oder wir können halt, wie gesagt, erstmal auch mal hier ein bisschen einrichten, dass wir hier hin und viele Ton haben. Da können wir auch so schon mal ein paar Sachen sortieren. Aber für heute war es das. Wir hören uns in wenigen Stunden wieder. Wie gesagt, so ab 8, 9 Uhr in der Richtung werde ich dann wieder hier bei Minecraft sein. Und dann vollenden wir das Gehäuse vom
großen Bauwerk. Bis dahin sage ich erstmal gute Nacht und in wenigen Stunden, also in maximal 6-7 Stunden, geht es dann auch schon wieder los. Bis dahin.